Wenn Frau Klöckner sich wieder einhat, fange ich an. Kann ich anfangen? Also, meine Damen und Herren, Frau Präsidentin natürlich auch. Meine Damen und Herren, die CDU setzt ihren ersten eigenen Untersuchungsausschuss ein. Und was sie nach großem Tamtam und großspuriger Ankündigung nun vorlegt, ist mehr als dünn. 6,5 Seiten, davon 1,5 Seiten alleine Namen. Ich muss Ihnen sagen, mit 5 Seiten Untersuchungsauftrag, da kommen Sie bei uns nicht weit. Opposition müssen Sie noch lernen. Wir sitzen direkt neben Ihnen, rufen Sie einfach bei uns an und wir zeigen Ihnen, wie das geht. Nichtsdestotrotz will man sich nun den mutmaßlichen Lügengeschichten und oder den zunehmenden Amnesieanfällen des Kanzlers, schade übrigens, dass er nicht da ist, vielleicht hat er den Termin ja vergessen heute, also jedenfalls widmen. Das ist aus unserer Sicht in Ordnung und bedarf einer Aufklärung, denn wer möchte schon von jemandem regiert werden, der entweder rätselhaft vergesslich ist oder einfach lügt, ohne roter zu werden, als er bereits ist. Meine Damen und Herren, der Begriff des Rumscholzens ist inzwischen fest im deutschen Sprachgebrauch verankert. Er steht für sorgfältige und langfristige Planung und Politikankündigung, aber das Gegenteil dann machen, für Ausweichen, für Weglächeln, für Bürger auslachen, für Nichtreagieren und für auf Gedächtnisverlust verweisen. Wie Joe Biden für Arme, wir sind halt in Deutschland. Wie kann so ein Mann, wie kann eine solche Person Deutschland überhaupt regieren? Ein Land, das von einer großen Krise in die andere schlittert und gesteuert wird. Wie kann so ein Mensch an der Spitze unseres Staates stehen? Die Zeitschrift Cicero hat die Antwort dazu in Form einer Frage und die lautet: Wie konnte jemand mit so wenig Anstand und Begabung ins Bundeskanzleramt kommen? Ich verrate Sie. Es ist zum einen seine Scholzomat. Aura und seine Konkurrenten waren ja auch mehr als blass. Frau Merkel wollte oder sollte nicht mehr. Kanzlerkandidat Laschet lächelte sich ins Abseits angesichts der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Söder strickte sich in Intrigen, aus denen er nicht mehr herauskam. Und der heutige Oppositionsführer, Herr Merz, sitzt ja da, ist mit seiner BlackRock-Verstrickung ja auch als Bundeskanzler kaum zumutbar. BlackRock muss man wissen, Herr Merz weiß es, er lächelt schon, BlackRock muss man wissen, eine Investmentgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 10 Billionen Euro, etwa 2,5 Mal so viel, wie Deutschland überhaupt als Bruttosozialprodukt erwirtschaftet. Herr Merz, das lässt nichts Gutes erwarten auf die Personen, die demnächst Einfluss auf deutsche Politik hier in Deutschland nehmen sollen. Es schwant einem nichts Gutes, auch noch Wolfgang Schäuble ist in einem Gedächtnis mit dem Geldkoffer und den 100.000 Mark, die nie geklärt wurden. Also da schwingt sich jemand zum Ankläger auf, der eigentlich auf die Anklagebank gehörte. Meine Damen und Herren, Geldkoffer, Korruption, man denke an die Corona-Gewinnler und die Maskendealer bei CDU und CSU-Skandale, wohin man schaut. Und der Herr Scholz, erster Bürgermeister von Hamburg, der schon beim G20-Gipfel im Jahr 2017 seine Stadt in Schutt und Asche hat legen lassen, hängt in diesem Sumpf mittendrin. Und noch interessanter wird es natürlich dadurch, dass in diesem Warburg-Banksumpf jetzt auch noch Matthias Döpfner auftaucht. Wir wissen, das ist der Springer-Chef, der uns Ostdeutsche gerne als minder bemittelte Faschisten oder Kommunisten beschimpft und gerne die FDP und Herrn Kubicki in seinen Presseorganen in den Himmel und über den grünen Klee lobt. Also ich bin gespannt, was da kommt. Auch Herr Döpfner hat 60 Millionen von der Warburg Bank erhalten. Bin gespannt, was da noch alles zum Vorschein kommt. Meine Damen und Herren, es bedarf der Aufklärung, aber wir haben wesentlich größere Probleme in Deutschland. Wir haben erheblichen Schaden durch das Afghanistan-Desaster mit vielen Toten, durch das Corona-Desaster mit 100 Milliarden Kosten, die Nord Stream-Sprengung, die schrankenlose Einwanderung, explodierende Kriminalität, zig Milliarden Kosten durch die Einwanderung, das Treuhand-Desaster und das Desaster des Merkel-Regimes. Diese Probleme bedürfen der Aufklärung zusätzlich. Das wollen Sie natürlich alle nicht. Sie haben alle Dreck am stecken. Sie wollen vertuschen. Sie stürzen sich jetzt auf Olaf Scholz und die Warburg Bank. Viel Spaß dabei. Wir sind dabei, aber meinen, dass es viel, viel größere Anstrengungen bedarf, um Deutschland wieder auf den rechten Weg zu bringen. Vielen Dank. Katharina Beck ist die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen.